Natürlich schmeckt der Zwiebel aus österreichischer Zucht besser wie aus ausländischer, aber wir haben einfach einen besseren Geschmack. Das ist ein toller Beruf, Landwirt. Ja. Ich sage, ich bin stolz, dass ich ein Bauer bin, weil das was stark ist. Das muss man mir schaffen. Zwiebel gehört zu den Familien der Liliengewächse. Da gehört unter anderem dazu der Schnittlauch, der Bärlauch. Sie stammt also aus wasserarmen Gegenden, irgendwo mitten im Himalaya. Der Knoblauch, Pore. Hat sich dort zu einer zweijährigen Pflanze entwickelt. Und die Zwiebel ist im Prinzip ein Speicherorgan für Wasser und für Reservestoffe, für die darauffolgende Blütenbildung. Der Samen keimt, bildet das erste Laubblatt. Es bildet sich dann ein zweites Laubblatt, ein drittes Laubblatt. Und sobald ein entsprechender Laubapparat sich entwickelt hat und ab einer gewissen Tageslänge beginnt die Zwiebel mit der Zwiebelbildung. Hier sieht man die einzelnen Zwiebelschalen, die eben vorher die Blätter waren, die verdicken sich und bilden eben dann die Zwiebel. Bei der Zwiebel haben wir einen Selbstversorgungsgrad von 140 bis 150 Prozent. In Gesamtösterreich haben wir ungefähr 3400 Hektar Zwiebel. Das heißt, wir müssen 40 bis 50 Prozent unserer Ernte exportieren. Der Großteil, also 95 Prozent, wird in Niederösterreich angebaut. Da ist es aber insgesamt so, dass Österreich ein ganz zentraler Anbauer in Europa ist. Weil für die Größe von Österreich sind wir das achtgrößte Produktionsland. Durch die hohe Qualität kommen wir da recht gut in den Export. Es ist zwar eine sehr aufwendige Kultur, die auch ziemlich Know-how erfordert, aber durchaus wirtschaftlich interessant ist. Man muss das so und so aus Leidenschaft machen und gern tun, aber man muss natürlich auch leben können davon. Generell der Zwiebelanbau ist jedes Jahr unterschiedlich, jedes Jahr neue Herausforderungen. Und deswegen muss man sich um die ganzen Informationen kümmern. Und es ist ja eigentlich mein täglich Brot, dass ich mich ständig informiere. Ackerbau, Pflanzen, Medizin, also ich bin ja Arzt, ich bin verbunden, das heißt viel beobachten auf die Felder. Ja. Wir müssen mit den gegebenen Bedingungen arbeiten können und das ist eigentlich ein lebenslanges Lernen, ja. Und das ist auch irgendwie spannend. Ja. Das Zugehörigsein, ja, das Verbundensein mit dieser Ackerschule, das ist sowas Wertvolles, ja, weil das über Generationen ja weitergegeben wird. Ja, die 70er Jahre war relativ viel Handarbeit. Ja. Wir haben Leute gebraucht, die am Feld die Zwiebel geputzt haben. Und da haben wir zu der Ernte zwischen 10 und 15 Leute haben wir schon 4 Wochen lang gebraucht. Heute machen wir das immer noch im Familienbetrieb. Wird natürlich alles maschinell gemacht. Die ganze Erzeugung vom Zwiebel, wie am Feldstadt, wie wir auch da jetzt sehen, ja, das machen wir gemeinsam. Und da haben wir eigentlich keine Fremdkräfte, sondern das machen wir zwar. Ich tue es eh gern. Ich darf gar nicht wissen, wann ich morgen aufhören muss, was ich darf. Weißer Chef? Miteinander. Jetzt schon habe ich mehr Eier, wie ich gesagt habe, er ist der moderne, ich noch der altgevaterische. Die Züchtung geht hin auf Einheitlichkeit, auf Lagerfähigkeit, die geht hin auf Schalenqualität. Es sind viele kleine Qualitätsmomente, die dann zusammenkommen. Wir probieren ständig immer neue Sorten und machen eine Negativselektion. Das heißt, alles, was nicht funktioniert, gar nicht funktioniert, das wird dann nicht mehr gemacht. Roter Zwiebel wird immer mehr gefragt. Auch Spezialitäten wie weiße Zwiebel, rosa Zwiebel gibt es heute oder Schalotten. Die Nachfrage dorthin wird immer mehr. Vom Boden her ist auch der Rote sicherlich auch, hat höhere Ansprüche. Der steht besser auf leichtere Böden. Ja, neben von der Krankheitsanfälligkeit ist der Rote sicherlich schwerer zu produzieren halt nachher. Also unsere samenfesten Sorten haben den Vorteil gegenüber diesen Hybridsorten, dass sie eben trockentoleranter sind, sie haben ein stärkeres Wurzelsystem und können auch in Gebieten ohne Bewässerung produziert werden, was ich bei F1-Hybriden jetzt nicht so habe, weil sie doch eher in feuchteren Gebieten wie Holland ausgelesen werden. Wir haben trockenresistente Sorten natürlich auch im Anbau, die bilden ein starkes Wurzelsystem aus. Viel mehr kann man eigentlich nicht machen. Also wir haben unsere Sorten sowohl konventionell wie auch in Bio-Vermehrungen. Bio wird für uns auch immer interessanter und stärker, weil gerade diese Sorten sind für Bio interessanter, weil sie ja mit weniger Pflege auskommen. Da stehen wir jetzt genau am Rand zwischen zwei Sorten. Wenn man da so hinschaut, sieht man, dass die rechte Seite einen dunklen Lauch hat. Der steht mehr
und auf der linken Seite dürfte die Sorte schon weiter in der Entwicklung sein. Die fängt sich schon an zum Umlegen, es sind ein paar gelbe Spitzen drauf. Wahrscheinlich wird die schneller reif wie die, wobei aber diese Sorte, wenn man da reinschaut, fast die größeren Happen hat. Also das ist für mich jetzt wichtig, dass ich mir das merke und dass ich mir das dokumentiere für die nächsten Jahre. Passt mir die Sorten, passt mir nicht rein. Die letzte Entscheidung fällt natürlich erst bei der Vermarktung. Es gibt solche sogenannten Geschmackspeaks, Geschmackspunkte, die eine bestimmte Komposition haben müssen, damit das Gericht einen vollen Geschmack bekommt. So eine Wirkung hat ein Glutamat zum Beispiel. Und das wird der Zwiebel auch zugeschrieben. Also wenn die Zwiebel geschnitten wird oder verletzt wird, dann entsteht dieser typische Zwiebelgeruch, den man kennt. Zwiebel schmeckt natürlich scharf, aber aromatisch. Das sind im Prinzip ätherische Schwefelverbindungen, die fördern nachher die Tränenproduktion und dadurch kommt es zum Rehren, wenn man Zwiebel schneidet. Du kannst den, wenn er ein bisschen kleiner ist, kannst den dünsten, kannst essen, du kannst den, na klar, eine schneiden in Salat, du kannst den auch Gulasch etc. Also man kann viele, viele, viele Dinge machen. Wenn im Frühjahr frische Zwiebeln kommen und ich mache eine Pfanne, eine Riesenpfanne, karamellisierte Zwiebeln, zusammen mit neuen Kartoffeln und ein bisschen weißem Käse, mehr brauchen wir nicht.